So, weiter geht's für uns mit Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen mal weiter. Und wollen zur Kartenkammer. Und wollen zur Kartenkammer. Oder? Ja, ne? Würde ich sagen. Wir müssen irgendwie gucken, wo wir gerade hin müssen. Doch hier ein Akio-Duell, aber das sind Dinge, die interessieren mich gerade jetzt nicht wenig. Oh, guck mal, es ist Weihnachten. Jetzt müssen wir mal hier irgendwie einen Weg runterfinden. Warte mal, was richtig war falsch, oder? Hier lang. Sie sonst. Ja, nicht. Nee, warte mal. Der Weg war der richtige. Lumos. Hier lang müssen wir. Die ist oben. Ist es aber eher uninteressant. Wir machen es weiter auf zur letzten Prüfung. Ich bin ja gespannt, was Sache ist. Ich hatte auch schon gedacht, wir hatten die letzte Prüfung, die war ein bisschen langweilig, die war ein bisschen kurz, ja. Aber scheinbar haben wir doch jetzt noch mal eine Nummer, die uns jetzt wahrscheinlich Hoffentlich hat noch Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Also der steht hier immer noch hier unten. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Sprich mit Professor Fig. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Brackbores Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Godrics Herz. Lodgok. Lodgok und Ranrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Brackbores Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Brackbores Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isidora erzählte Brackmore von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Brackmore, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Okay.
finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Die Nummer wird nochmal ein bisschen härter. Außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. So, trifft sich in der Karrenkammer von Zan Bakar mit Professor Fig. Müssen wir denn da hin? Gut, dass ich, wie gesagt, mir alles mal freigeschaltet habe hier. Dann gehen wir da rüber. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr mit Informationen aufspüren müssen. Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Schauen wir uns um. Im Zentrum. Im Zweifel so. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Ja, mit dir quatschen. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Slytherin? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Was? Haben Sie schon mal ein Grabhorn bezwungen? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Schade. Suche den Lord der Küste. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Wer hier wohl gelebt hat. Ja, hier muss es sein. Das große Meerestier. Na toll. Aber das würde ich sagen, gehen wir dann doch in der nächsten Episode an, oder? Ja, ne? Wahrscheinlich. Bis dann.